ein Passwort-Tresor, ein Werbeblocker, ein Dashboard für den Browser und nicht zu vergessen die Hausautomatisierung. Diese und noch viele weitere kleine Helferlein, die man im täglichen Leben gut gebrauchen kann und die man auch nicht missen möchte, betreiben wir auf unserem Home-Server. Wenn euch das Thema interessiert und ihr wissen wollt, welche Applikationen wir da so im täglichen Gebrauch haben, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Bleibt dran, nach dem Intro machen wir weiter. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die kleinen Helferlein für den täglichen Gebrauch, Apps, Applikationen oder auch Dienste genannt, wie Dashboard für den Browser, ein Passwort-Tresor für die ganze Familie, ein Werbeblocker für ungestörtes Surfen im Internet und so weiter. Das soll heute Thema in diesem Video sein. Ja, bevor wir jedoch in die Details gehen, hier ein kurzer Einblick in die strukturelle Aufteilung, die wir da für uns gewählt haben. Die Dienste oder Services, über die wir hier sprechen wollen, laufen auf unserem Proxmox Virtualisierungsserver. Wie das aussieht und was wir da machen, dazu habe ich schon mal Videos gedreht, verlinke ich euch gerne hier oben oder auch unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr da gerne nochmal in die Details hineinschauen. Ja, ein Vorteil von Proxmox als Virtualisierungsplattform ist hier, dass ich zum Beispiel einzelne Dienste in unterschiedlichen VLANs mit eigener IP-Adresse zur Verfügung stellen kann und nicht umständlich über Firewall-Regeln Zugriffe entsprechend zulassen muss. Und natürlich, dass die Applikationen in einzelnen LXC-Containern laufen und somit souverän gehandhabt werden können, zum Teil auch unter Nutzung von Docker. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zur ersten Kategorie von Diensten, nämlich den sogenannten Basics. Und unter Basics, darunter verstehe ich, wie schon gerade genannt, zum Beispiel die LXC-Container, Docker selbst oder aber auch Portainer bzw. den Portainer Agent. Entschuldigung. Also diese Basis-Apps sind notwendig für die Installation und für die Verwaltung von den Services und Diensten, die ich betreiben möchte. Für die vereinfachte Verwaltung von Docker-Containern sowie wegen der verbesserten Übersichtlichkeit haben wir für jede Docker-Installation auch einen Portainer bzw. Portainer-Agent installiert, die dann natürlich miteinander vernetzt sind und wo ich alles in einem Bild entsprechend sehen kann. Als nächste Kategorie haben wir dann die Infrastruktur. Zur Infrastruktur gehören alle Dienste, zum Beispiel die mit der Netzwerkinfrastruktur zu tun haben. Das wären zum Beispiel in unserem Fall der Nginx Proxy Server, sowie aber auch der AdGuard als Werbeblocker. Ein weiterer Kategoriebereich ist das Smart Home. Hier finden sich dann entsprechende Services wie IO Broker oder aber auch EVCC wieder. Ja, und als letztes haben wir dann die Utilities. Da wären zum Beispiel zu nennen Homa, Fault Warden, das Draw.io oder aber auch das DokuWiki. Ja, und anfangen möchte ich hier einfach mit der Dashboard-Applikation Homa. Mit Homa habe ich angepasste Dashboards für die jeweiligen Nutzer erstellt und das ist für mich auch schon der maßgebende Vorteil von Homa gegenüber Heimdall und anderen Dashboards. Ich kann mit einer Installation mehrere Dashboards verwalten und auch entsprechend zuweisen. Ja, mein persönliches Dashboard verschafft mir hier eine sehr gute Übersicht über die vorhandenen Dienste, zum Teil sogar mit Ping. Darauf basierend habe ich zum Beispiel das Uptime Kuma, also erst einmal wieder abgeschaltet. Schalte ich vielleicht wieder zu, weil das mit dem Ping nicht so hundertprozentig, aber so grundsätzlich ist das schon mal eine sehr gute Lösung. Und ja, wieder zurück zum Dashboard heißt, dieses Dashboard vereinfacht mir eigentlich die tägliche Handhabung bzw. den Zugriff auf die ganzen Apps, die ich so permanent benötige. Dazu kann ich mir eigene Strukturcluster erstellen, wie ich es hier zum Beispiel mit dem Bereich Server, Infrastruktur bzw. auch dem Bereich Green Energy gemacht habe. Das Dashboard enthält natürlich mehr als nur die selbst gehosteten Dienste. Hier findet sich wirklich alles wieder, was im täglichen Gebrauch ist, vom Kalender über den Unify-Controller bis zu den Webdiensten der PV-Anlage. Ja, als nächster Dienst in unserer Top-Kategorie ist natürlich der Passwort-Tresor Fault Warden. Dieser ermöglichte unterschiedliche abgeschlossene Tresore für einzelne Familienmitglieder, wie aber auch gemeinsam genutzte Tresorbereiche und das alles als entweder Standalone-App unter Windows oder aber als Add-on im Browser selber oder aber auch als Mobile-App unter iOS oder Android. Und dabei ist Fault Warden hier eine eigenständige Implementierung des ja vielleicht bei euch besser bekannten Bitwarden-Protokolls, soll aber wesentlich weniger an Ressourcen verbrauchen, heißt also ist damit quasi für so eine Virtualisierungsplattform eigentlich am besten geeignet.
Die Apps sowie auch die Add-ons von Bitwarden, die wir da in der Benutzung haben, die greifen aber ohne Probleme auf die FaultWarden-Installation zurück. Also das gibt es keine Kompatibilitätsprobleme. Ja, kommen wir zum Bereich Hausautomatisierung. Hier habe ich zum Beispiel meine IO-Broker-Installation, die Daten aus unserer Homematic oder aber auch von externen Geräten wie unseren Shellys oder aber auch aus unserer PV-Anlage entsprechend sammelt und verarbeitet. Für die Speicherung von Daten, um eine Historie zu erzeugen, habe ich hier noch eine MariaDB aufgesetzt und damit passt das eigentlich. Ja, und was ich alles so mit IO-Broker mache, dazu habe ich ja schon mal ein separates Video gemacht. Wen das interessiert, der kann da gerne nochmal reinschauen. Ich verlinke euch das gerne hier oben im Video oder aber auch unten in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal rein und dann habt ihr da auch die Details. Ja, auch zur Hausautomatisierung gehört das intelligente Kfz-Lademanagement EVCC, mit dem wir also hier unseren PV-Überschuss unter Einbeziehung der Hausbatterie optimal und intelligent gesteuert in unseren Plug-in-Hybriden laden. Auch hierzu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch auch gerne oben im Video oder aber unten in der Videobeschreibung. Wen das interessiert, schaut es euch an, sind viele interessante Details drin. Ja, kommt zu einem weiteren recht wichtigen Baustein, nämlich dem Werbeblocker EdGuard. Diesen haben wir jetzt hier bei uns am Server auf zwei Instanzen oder mit zwei Instanzen installiert. Einmal für unser normales LAN und WLAN und eine weitere, also eine zweite Instanz für unser Kindernetzwerk mit entsprechend angepassten Einstellungen, heißt also eher kindgerecht gemacht. Wie und warum ich hier die Aufteilung von LAN und WLAN in virtuelle Netzwerksbereiche gemacht habe, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Auch das, wenn euch das interessiert oder ihr die Details wissen möchtet, oben im Video selber oder unten in der Videobeschreibung, da wird detailliert erläutert, welche einzelnen VLANs ich hier entsprechend eingerichtet habe. Ja, unter dem nächsten Punkt möchte ich eigentlich zwei statt einer Applikation zusammenfassen, die mir im Alltag und auch hier als Content Creator regelmäßig eine Hilfe sind. Das ist nämlich das Zeichnungstool Draw.io, mit dem ich kleinere Zeichnungen oder Grafiken erstellen kann, die ich dann hier für euch nutze oder aber auch für mich zum Verständnis oder Gedankenstütze entsprechend hinterlege. Und da wären wir gerade beim richtigen Begriff, nämlich das Thema Gedankenstütze, nämlich Gedankenstütze in Richtung DokuWiki, worin ich mein Wissen, in Anführungszeichen, für alle möglichen Themen, ob es jetzt PV, Server oder Netzwerktechnik ist, quasi als Wissensdatenbank zusammenfasse. Ich kann mich unter Umständen in 3 Monaten an das ein oder andere einstellungstechnisch nicht mehr erinnern und dafür ist das natürlich optimal, um einfach bestimmte Sachen dort einfach zu notieren und quasi als Wissensdatenbank zu benutzen. Ja, und als letztes in den Top 8, in Anführungszeichen, möchte ich hier natürlich noch den Nginx Proxy Manager aufführen, der all unsere Dienste und Services, die wir so jeden Tag nutzen und zugreifen, von kryptischen IP- und Portadressen in vernünftige, nachvollziehbare Namen bzw. URLs umwandelt. Und diese noch zusätzlich bei Bedarf auch noch mit Let's Encrypt-Zertifikaten versieht, damit auch das ganze Thema Browserausnahmen zustimmen entsprechend entfällt. Ja, und das waren eigentlich auch schon die Top 8 auf unserem Home-Server. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Top 8 zukünftig vielleicht auch eine Top 10 sein werden, dass wir da mehr machen werden. Aktuell schwebt mir da schon ein Rechnungslegungsprogramm vor, also Invoice und Co. irgendwie was. Und ein Benachrichtigungsservice, zum Beispiel sowas in Richtung Gotify, damit ich hier generell also von weiteren Drittherstellerapplikationen so ein bisschen mehr in Richtung selbstgehostete Lösung komme. Ja, wer jetzt natürlich noch so Services wie Paperless, Kalender, Mail und so weiter vermisst, die ja gerade auf meinem Dashboard auch durchaus zu sehen waren, ja, ist richtig. Diese Service haben wir natürlich auch, aber sie laufen nicht auf unserem Proxmox Home Server, sondern sind aus verschiedensten Gründen Teil unserer Synology Welt im Home Lab. Über die Applikationsfavoriten bei Synology habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Auch das verlinke ich euch gerne hier oben im Video oder auch unten in der Videobeschreibung. Wen das im Detail interessiert, was wir da gemacht haben, der darf sich das natürlich auch gerne nochmal ansehen. Ja, wenn euch interessiert, wie unser HomeLab, heißt also Netzwerkstruktur von Unify über Proxmox bis zu Synology aussieht, wie wir unsere Daten in einer eigenen Cloud halten, wie wir unsere PCs synchronisieren und alle Systeme sichern, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dann mache ich da gerne nochmal ein separates Video zu.
Ja, über ein Like zum Video würde ich mich freuen. Gerne dürft ihr natürlich auch den Kanal abonnieren und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr natürlich immer informiert, wenn ich hier auf diesem Kanal etwas Neues mache. Wer mag, darf den Kanal natürlich auch gerne über Supersanks zusätzlich unterstützen. Würde mich super freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus dafür. Ansonsten Kommentare, Anregungen oder Fragen bitte unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel über, als euch zu sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.